Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Rice Feed Khatar. Sehe schwarz heißt der Song. Ich bin drauf gespannt, Digga. Khatar ist mal wieder am Start. Gucken. Sehe schwarz. Ich habe keinen Plan, in was für eine Richtung das gehen wird. Es könnte deep sein, aber es könnte auch aggressiv sein, weißt du? Deswegen, ich bin drauf gespannt, Leute. Wir haben Donnerstag. Late Night Reactions werden für euch rausgeballert. Schreibt mir in die Kommentare, auf was wir als nächstes immer reagieren sollen. Aber guckt bitte vorher, auf was ich schon reagiert habe. Weil ich lese oft Vorschläge, die ich dann schon hochgeladen habe. Damit ihr Bescheid wisst, das zu dem ganzen Thema. Ich bin gespannt. Der Baba aller Babas ist da. No front an Khatar. Aber er sieht hier richtig dünn aus, oder? Keine Ahnung. Zu wenig Köfterspieß gegessen. Wie an Ramadan. Okay, deep, glaube ich. Ich glaube, deep Richtung. Okay, ich lasse gleich durchlaufen, Leute. Ich will nur eine Sache sagen. Zu Rice muss ich wirklich was sagen. Seine Stimme und deep Richtung. Sehr schön zusammen. Das beides zusammen ist sehr schön. Deswegen habe ich ein bisschen mehr gehofft, dass es in eine tiefe Richtung gehen wird. Das meine ich. Zu viel Hass, zu viel Neid. La, 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 la. Geil, okay. Bruder, der Beat hat auch so was AON-mäßiges, Alter. Zu viel Wut, zu wenig Liebe, zu viel Neid. Dein Kopf ist immer einfach und ist mit Herzen wie im Einklang. Und doch nicht umgekehrt, Bruder, nein, nein. Das finde ich geil. Dieses bewusste, undeutliche Aussprechen und dann in diese komplett kratzige Gesangsrichtung zu gehen. Er spricht das bewusst nicht deutlich aus und singt es vielmehr so richtig aus dem Hals, Alter. Schön. Ah, da ist das Gold von Khatar. Und ich frage mich, halt's Maul. Bruder, Engel und Shader, ne? Und den Kampf wirst du scheitern, ne? Denn der größte Kampf im Leben ist der Krieg mit dir selbst, Bruder, du weißt. Denn der größte... Oh, was ne Line. Der größte Kampf im Leben ist der Krieg mit dir selbst. Schön. Schön gesagt. Ist auch so. Wir konzentrieren uns alle darum... Da, ich muss, keine Ahnung, besser sein als der, ich muss genauso sein wie der, ich muss das sein. Digga, du denkst so Konkurrenz und was weiß ich was, aber der größte Kampf ist einfach wirklich mit dir selbst. Kampf, Leben ist der Krieg mit dir selbst. Sind die Gangen gegleicht, Bruder, Engel und Shaitan, sie tanzen auf meiner Schulter. Ah, Bro, da kam Gänsehaut. Da kam Gänsehaut, Digga. Ich mag diesen Wechsel einfach so spontan. Von Rap dann auf Gesang, dann wieder auf Rap, Gesang. Spontanität passt hier perfekt, Digga. Ich bin auch sehr gespannt, wie Khatar auf diesem Beat rappen wird. Ich hoffe, es kommt keine Thunfischlein, weil bis hierhin ging alles noch gut. Junge, was ist das für ein Pelz, Alter? Digga. Sorry, Bro, aber wie sieht das aus? Okay, jetzt bin ich auf Rap gespannt. Digga, die Uhr sieht einfach krass aus. Das sieht krass aus. Gucken wir mal jetzt, wie der Baba aller Babas rappt. Sie sagen, jeder kriegt, was er verdient hat. Guck, der eine zinkt und der andere schießt, bra. Manche machen beides, red nicht vom Prinzip, ja. Ich höre euch viel zu lange lügen, freestyle. Bitte Gott, gib mir deine Kraft. Ich weiß genau...
Okay. Digga, hört ihr diese kurze Frequenz, also vom Piano, so schön? Da, 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 da. La, 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 la. Mega schön. Ich gehe nochmal ein bisschen hier hin, damit wir die Line nicht verpassen. So. Deine Kraft. Ich weiß genau, dass ich das alles nicht alleine schaff. Zu viel Hass, ich wache schweißgebadet auf. Alte Geister, weil ich der weißen Farbe traute. Von 8 Quadratmeter zu einem Anwesen im Wert vom AON-Deal. Boah, Junge, da wird auf jeden Fall schön Lines gesetzt. Von 8 Quadratmeter zu einem Anwesen im AON-Deal. Er nennt keinen Preis. Er sagt AON-Deal, Digga. Das ist nochmal... Das ist nochmal der Überflex, Alter. Das ist nochmal der Überflex hier. Junge. Ich sag mal so. Digga, Respekt. Also wirklich, ich hab Respekt, Ratar. Aber dieser Pelzmantel sieht einfach... Bruder, der sieht einfach nicht schön aus. Um es vorsichtig auszudrücken. Wert vom AON-Deal. Mauern so hoch wie in der JVA Kiel. Über 50 Familien haben Brot durch mein Hustle. Und du kleiner Pisser willst jetzt mein Business anfassen. Prahl's rum, weil ich auf dein Bellen nicht reagiert. A3 Auto. Boah, Junge, was sagt er hier? Über 50 Familien, die durch ihn, durch sein Business leben. Du willst mein Business anfassen? Schön, also ich muss sagen, Ratal bringt krasse Lines rein. Nicht reagiert, A3, Autounfallbremsen, wann präpariert? Notenkind, ich bin nicht Straße, ich bin die Straße. In einem Nadelstreifenanzug von Versace. Wow, was war das, Alter? Bremsen, wann präpariert? Hat jemand seine Bremsen präpariert? Digga, schreib mal gerne rein, weiß ich gar nichts. Ich bin nicht Straße, ich bin die Straße. Das war auch eine nice Line. Denn der größte Kampf, Leben ist der Krieg mit dir selbst. Sind die Ganzen gegleicht drauf. Okay, jetzt kommt noch einmal die Hook und dann sind wir auch schon durch, Digga. Kurze Zack plus Schleichwerbung haben die auch noch reingepackt. Also ich muss sagen, der Song hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Keine Thunfisch-Thunfisch-Lines waren am Start. Ratar hat auch schöne Lines nochmal reingesetzt. Also, was willst du sagen? Nicer Song. Dieses Langziehen, ne, am Ende von einem Wort, dieses Langziehen, das reißt mich komplett raus. Also, Digga, ich verliere richtig die Kontrolle. Ich fühl's auf jeden Fall. Ich mag das. Auch diese Stimmfarbe von Reis. Zu wild. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann wirst du benachrichtigt. Check Insta ab, steht da. Macht's gut, haut rein und ciao.